Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Und wie angekündigt gibt's heute einen Pro-Tipp von mir und ich will euch zeigen, wie ihr euch schneller durch die Map bewegen könnt. Mit einem ganz simplen Trick. Und ich sage euch schon mal gleich, für diesen Trick oder für diesen Slide, diesen Cheese-Slide, wie die Amis dazu sagen, braucht ihr einen Burn-Controller oder einen Scuff-Controller oder ihr spielt Claw. Das muss auf jeden Fall gegeben sein, die Voraussetzungen. Und ja, ich zeige euch mal kurz, wie der funktioniert. Oder wie der aussieht, erstmal. Das ist der Cheese Slide, habt ihr gesehen? Und mit dem seid ihr echt viel, viel schneller an irgendeine Posi und so. Und vor allem bei SMD ist es richtig gut, wenn ihr irgendwo einfach schneller sein wollt als der Gegner. Und ich finde, jeder gute Competitive-Spieler sollte es drauf haben, meiner Meinung nach, weil bei Competitive zählt halt jede Sekunde. Und ja, wie gesagt, eben bei S&D, wenn du irgendwo schnell an der Posi sein willst, irgendwie pre-snipen willst, einen oder so, ist das so krass wichtig. Und ja, ich erkläre euch mal, wie das funktioniert. Ihr sprintet, jumpt, und während ihr im Jump seid, drückt ihr den Slide-Knopf, und sobald ihr auf dem Boden aufkommt, drückt ihr wieder jumpen. Das Ganze sieht dann so aus, also ihr sprintet, ihr jumpt, slidet, und so, seht ihr? So sieht das Ganze dann aus. Und keine Angst, am Anfang habe ich auch übelst oft gefailt. Und wenn ich fail, sieht das Ganze so aus. So, bleibt der Balken einfach in der Mitte stehen. Und ihr müsst wirklich den Punkt ganz genau treffen, wo ihr wieder jumpen müsst, weil, wie gesagt, sonst bricht es einfach ab oder klappt nicht. Und ist auf jeden Fall nicht so einfach, aber mit der Zeit habt ihr es auf jeden Fall raus. Also ich schaff's jetzt zu 90%, schaffe ich den Cheese Slide eigentlich. Seht ihr? Und ja. Damit ihr noch ein bisschen besser seht, wie viel schneller das eigentlich ist gegenüber normales Laufen oder halt dieses normale Sliden, habe ich euch einen kleinen Clip vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, schaut mal rein. Ja, Leute, da habt ihr jetzt gesehen, wie viel schneller das war. Ist auf jeden Fall schon ein gutes Stück und es waren jetzt nur zwei Slides. Stell euch mal vor, ihr müsst über die Hälfte der Map damit rennen oder so. Ihr seid echt viel, viel schneller damit. Und auch bei Stellung zum Beispiel ist das übelst gut, wenn ihr zum Beispiel einfach schnell den Hub holen, weil wenn irgendwo outspawnt und ja, da muss man manchmal größere Wege nehmen und wenn man dann einfach schneller ist, ist das natürlich viel, viel besser. Wie gesagt, meiner Meinung nach muss das jeder gute Spieler drauf haben. Ja, das war's auch schon mit meinem Pro-Tipp-Video. Viel Spaß beim Üben auf jeden Fall. Und wenn ihr weiterhin so Pro-Tipps-Videos sehen wollt oder so, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Quickie. Der andere macht die Nudeln und wir machen alles schön frisch und auf jeden Fall richtig gehobene Küche haben wir hier am Start. Natürlich nicht, Jungs, Alter. Wir essen nur Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza und nochmal Tiefkühlpizza. Die nächste Frage kommt von Dominik